Hallo! Und willkommen zurück zu einem Vlog. Das ist meine Zwillingsschwester, die ist heute auch dabei. Ich bin der Tobi und ich bin auch dabei. Wir fahren jetzt nach Tabaka. Was ist das? Das ist eine kleine Insel. Ja. Die ist direkt gegenüber von uns. Ja. Im Winter übernachten da 80 Leute, also leben da 80 Leute. Ich brauche Sonnencreme. So habe ich mir mein Leben immer vorgestellt, das sage ich aber. Und was ist mit dem Buckel? Ich creme deine Beine ein. Das ist das nämlich. Auf Tabaka! Ich bin angekommen. Ich sitze da am Lenkrad, du daneben. Und Thanos findet drauf. Wenn ihr mal hierher kommen wollt, dann macht es auf jeden Fall außerhalb der Saison. Ja. Wieder auf dem Boot. Das hat uns heute leider nicht so gut gefallen wie beim letzten Mal, ja. Weil es war echt ultra voll. Punkt. Ciao! Wir gehen jetzt gleich zu unserem Lieblingsmexikaner, aber vorher gönne ich mir erstmal hier einen Designerbar als kleinen Snack. Weißt du schon, was so ist? Boah, ich bin doch also sind immer viele gute Sachen, deswegen. Aber Burger hast du selber ja nichts, ne? Nee. Ich denke, ich nehme heute Korma. Cooked with Cream, Cashew Nuts und Coconut with Milch Soße. Und dann nehmen wir auf jeden Fall noch Nachos hier. Hier. Das nehmen wir noch, Nachos. Das sind immer tolle Snacks, ne? Besser was snacken als nichts snacken, sag ich immer. Du bist mein Lieblings-Snack. Meine. Was hast du jetzt bestellt? Mixed Grill Chicken and Beef und Gambas als Vorspeise. Unsere abendliche Tradition, dass wir uns einen Proteinpudding machen, wird natürlich nicht unterbrochen. Ja. Du machst jetzt auch einen. Tobi, die macht sich immer einen mit Quark und Pudding gemischt. Hier mixt Jördini schon meinen Pudding. Das ist neutraler Geschmack. Und ihr könnt da halt einfach euer Flavor Tasty nach Wahl reintun. Und wir haben heute White Chocolate dazu getan. Aber man kann natürlich auch Vanille oder Erdbeerpudding, habe ich letztens gemacht. Oder man könnte auch Schoko Flavor Tasty reintun. Und das sind tausende Variationen, deswegen ist der neutrale echt eine Empfehlung. Guck mal, Jördis rührt das auch wie ich immer wie Obelix. Obelix. Als wird in eine Betonmaschine geboren. Oh ja. Das habe ich dich überrascht, ne? Was gibt es? Isoclear Smoothie mit Mystery Green Isoclear und Erdnuss-Cashew-Butter mittendrin. Also der Tobias hat gerade ein bisschen Yoga gemacht. Mhm. Und geht jetzt. Tobi legt sich auf allen Vieren auf den Boden, dehnt sich ein bisschen und nennt das Joghurt. Joghurt. Jetzt zum Strand. Wie man sieht. Leute, es ist hier so viel los. Wir befürchten, dass wir da gar keinen Platz mehr bekommen. Wir sind nicht mehr so deutsch. Sonst wären wir schon um 9 Uhr da gewesen und hätten die Liegen gesaved. Ne? Ich zeige euch jetzt unseren Proviant für den Strand. Ein Bagel, Cashewnüsse für die gesunden Fette, Watermelon eingepackt, Wasser mit Sirup, ein Designerbar. Am Hören, falls Tansi kommt, in Apple a Day keeps the doctor a day. Guten Morgen, wir haben schon 12 Uhr. Tobi, Lee und ich waren gerade ein Blutbild machen. Ich habe ja noch Hormonwerte checken lassen, Tobi ein allgemeines Blutbild. Ich habe mal alles tutti completo gemacht. Alles, das muss man auch mal machen, ne? So ja. Wie es ist. Dann waren wir bei Starbucks, da habe ich ein Croissant gegessen mit Käse und Schinken. Hat ehrlich gesagt nicht so lecker geschmeckt. Du fandest es lecker, oder? Ich finde alles lecker. Tobi, Lee hat einmal probiert, aber Tobi findet alles lecker. Und ich habe einen, was habe ich getrunken? Pink Refresher hieß der. Der war ganz lecker, aber der Becher war einfach komplett voll mit Eis und eigentlich war es quasi ein Becher mit Eiswürfel drin. Da hat meine Verlobte clevererweise gesagt, nächstes Mal sagt sie ohne Eis. Eis bitte. Wenn am Donnerstag der Mixer ankommt, boah, ich schwör's dir, Tobi hat so einen Mixer, was dann, wie heißt das Ding? So ein Milchschäumer, damit werde ich die krassesten Flexpresso-Shakes überhaupt machen. Oh mein Gott, und dann mache ich Zucker, kein Zimt mehr. Weißt du, was ich gerne kaufen würde? Den Ninja. Den Ice Cream Maker. Baby, wir haben meine Schwester hat den zu Hause. Ja, aber für den Milchschäumer haben wir Platte. Das ist so ein Ding. Das ist unser Puddingschrank.
Mir hat letztens jemand geschrieben bei Insta, zeigt mal euren Supplement-Vorrat, sollen wir das mal machen? Tasties und Chunkies, Proteinpudding, Pancake, Reispudding, Schubladenschublade. Und Sirups. Supplement, Chunkies sind da. Oh, und da sind Vorratssoßen. Total random die Soßen drin. Das ist meine Hälfte ungefähr. Ja, das hier ist alles Tobilis und die 5 Dosen gehören mir. Das kommt auch noch zu dir. Hier sind Booster und so ein Kram drin. Hier ist das drin, das gehört eigentlich nicht da rein, aber da haben wir keinen Platz. Deswegen sind hier Booster drin. Da hinten sind ganz viele Elektrolyte. Isoclear, Designer Way, Mango Orange ist natürlich schon fast wieder leer. Holt euch das mal, weil das ist mein Lieblings. Wie ob ich das schon gesagt habe, Espresso und ein paar und Pancakes sind da unten auch noch drin. Das war's, geht ja eigentlich, ne? Nö, du hast den richtigen Vorratsschrank vergessen. Hier sind so ein paar Sachen von Foodist noch. Ne? Also wenn ihr bei Foodist mal ein paar Toppings shoppen wollt, dann gerne Code Svenja. Boah, die sind auch richtig geil. Hier getrocknete Sachen, also Erdbeeren, Himbeeren gibt's da. Dann haben wir hier Blaubeeren, richtig wild. Ein paar Wraps. Und hier hat Tobi einfach mal 5 Kilo Erbsenbubble. Ja. Das war ein kurzer Exkurs in unseren Supplementschrank. Das Designerbar, klar. Das füllen wir die Tage auf jeden Fall mal wieder auf. Unbedingt. Karin liegt wieder da unten in der Treppe drin. Ich wollte gleich schon vielleicht mit Tansi runtergehen zum Meer. Bin ich nicht eingeladen? Doch! Du warst auch mit. Den hast du umsonst bekommen. Zuckermäuse sind jetzt schon wieder zu Hause. Wir wurden übrigens beim Strand einfach weggeschickt, weil Tansi ist nicht erwünscht. Da haben wir uns eine kleine Ecke gesucht, wo wir geheim reinspringen konnten. Hinter so einem Busch. Ja, wir waren einfach zwischen so Felsen, da konnte uns niemand sehen. Boah. Und da waren wir dann mit Tansi im Wasser. Guck mal, was Tobili sich hier schon wieder für einen wilden... Wolltest du Tansi sagen? Was Tobili sich hier schon wieder für einen wilden Pancake hier machte. Und... Das ist noch flüssig, ein bisschen unter. Nein, und du hast Filme noch. Kaiserschmarrn wollten wir jetzt machen. Der ist nicht schlimm. Ist gar kein Problem. Guck, was Tobi hier gemacht hat. So ein richtig leckeren Obstschüsselchen. Paar Nüsse für die gesunden Fette, da achte ich ja besonders drauf. Und ein Designerbar, den gönne ich mir jetzt. Und währenddessen schneide ich schon das Video. Ich habe mir gerade noch einen Isoclear-Smoothie gemacht. Gleich machen wir uns Abendessen. Wir machen uns Kartoffelpüree. Und was machen wir eigentlich dabei? Was soll jetzt der Plan? Ich krieg Fisch. Aber du magst ja keinen Fisch. Genau, ich mache vegetarische Variante mit ein bisschen Gemüse. Ja. Jetzt gehen wir aber erstmal noch eine kleine Runde mit Tansi-Bär. Gucke ich gerade ins Gefrierfach rein. Ist da einfach noch ein Peppa Pig Eis. Boah, Glückstag. Das hättest du wohl gerne, wa? Nee. Jawohl. Das esse ich gleich. Oder was bietest du mir dafür? Hm? Mein Körper. Oh. Beim Kochen mache ich mir übrigens immer hier dieses Ass an und dann stelle ich das immer so hin und dann gucke ich das immer hier. Oh, nein, bist du nicht. Du bist meine Liebesgeschichte. Du bist mein Happy End. Essen ist fertig. Sieht das lecker aus? Wir brauchen mal ein anderes Licht damit. Damit es hier besser aussieht. Sieht das jetzt besser aus? Ich weiß nicht. Wir haben hier auf jeden Fall Kartoffelpüree. Blumenkohl, Brokkoli und so eine Béchamel-Soße mit Total Protein Sahne. Protein-Biosynthese wird angeregt. Tobili hat hier noch eine extra Portion Eiweiß. Das ist so toll gemacht wieder. Mein Lieblingsgericht früher im Kindergarten war immer Kartoffelpüree mit den Dino-Schnitzeln. Kennst du diese Dino-Schnitzelchen? Mhm. Dino-Schnitzeln und Spinat. Das war mein Lieblingsgericht. Ich wette, wenn wir vielleicht auch heute noch mein Lieblingsgericht. Ich wette, wenn wir an der Truhe hier vorbeilaufen würden und wir werden Dino-Schnitzel, ich schwör's dir, du wirst sie einpacken, ne? Nein. Ich glaube, das Essen riecht doch nicht so schlecht, oder? Du riechst den Fisch, ne? Ja. Gib mir was Fisch! Ich will Fisch! Und das war so teuer und so klein. Na Gott, neidisch, ne? Ich weiß, wie sich ein Thanos reicht. Thanos am Stiel! Darauf hätte ich Bock. Jetzt noch einen guten Nachtquark gemacht mit dem Wildberry Cheesecake Flavin Tasty. Ist auf jeden Fall auch eine richtige Empfehlung. Das finde ich richtig lecker als fruchtiges Flavin Tasty. Was hast du dir gemacht? Einen absolut wilden Proteinpudding. Boah, du bist ein richtiger Topping-Master geworden, ne? Also. Diese finde ich auch richtig geil als Topping. Das sind gefriergetrocknete Himbeeren. Gibt's euch gutes, lecker. Gönnen wir uns jetzt und dann gute Nacht. Nacht, schlaf gut. Das ist mein OOTD, Top Gymshark, Ra, OA, Dose OA, Sogge, Nike, Uhr, Nike Haare bei Javid, unserem Friseur. Wir sind jetzt auf dem Weg. Hi Leute,
Wir sind jetzt auf Sendung. Alter, wenn ihr wisst, das muss ich kurz aufnehmen für meine Insta-Story. Das ist so cool. Leben auf Risiko. Poff, du bist Influencer. Heute Oberkörper? Ich trainiere heute Push. Bis gleich. See you later. Die da hinten, die fahren einfach um 8 Uhr morgens schon Bananenbrot. Brot. Auch nochmal für euch Leute, die Vitalstoffaktion läuft momentan. Das heißt, es gibt 20% auf alle Vitalstoffe. Vitamin E, 3K, 2 Omega, 3 Athlete Steak, Kollagen, alles mit inbegriffen. Seitdem ich meine Supplements nehme, meine Haare wirklich so krass lang geworden und mein Haarwachstum ist viel, viel besser als vorher. Aber das ist halt so ein relativ unwichtiger Part, ne? Klar, schön lange Haare zu haben. Aber Gesundheit ist noch viel wichtiger und jetzt merke ich vielleicht keinen Nährstoffmangel, außer an meinen Haaren, ne? Dass sie halt jetzt besser wachsen. Aber langfristig will ich es halt definitiv merken, deswegen kann ich nur empfehlen, deckt eure Nährstoffe ab. Wenn ihr kein regelmäßiges Blutbild macht, dann nehmt zumindest die Basics. Stay young and knackig. Been at it already, had my tarot read. Things are looking up for me, that's what my tarot said. Mein Handgelenk tut mehr weh als gedacht. Das tut echt richtig doll weh. Deswegen werde ich jetzt mal gucken, ob ich Pull machen kann. Aber Drückübungen sind für heute auf jeden Fall erstmal Geschichte. Young Jerry Lollary King, but they're not aware of it. $40 is show money, that's what they stole from me. Blow it all bone, then guess I roll funny. Go find me a snow bunny, ask if this cold world's making the nose runny. She melted, I wear a cape that is velvet. Couldn't see it, she felt it. See it all like I'm Elvis, move my hips like I'm Elvis. Probier mich jetzt mal am Schulterdrücken, vielleicht klappt das ja. Ich habe mich gerade schon aufgewärmt. Das hat eigentlich ganz gut geklappt, deswegen schaue ich jetzt mal. Yeah, buddy, we were loving it. New cards, new deck, new life. King of Cups, he comes up right. Always, all days, all nights. See, do I, do I, do I. New cards, new deck, new life. King of Cups, he comes up right. Always, all days, all nights. See, do I, do I, do I. Hab wirklich richtig langsam gemacht heute, weil ich bin echt ein bisschen eingeschränkt mit dem Handgelenk. Also es tut auch noch ein bisschen weh, aber es ist nicht so schlimm. Ich werde in 3 Tagen nicht mehr wehtun. Aber bis verheiratet bist, das vergesse. Iso-Clear-Smoothie mit dem Pink Grapefruit. Wilde Konsistenz. Müsst ihr mal nachmachen. Gefrorene Beeren, Wasser und Iso-Clear. Mixen und fertig. Mal sehen, wie der gewonnen ist. Perfekto. Kopfschmerzen aufgewacht und gerade erstmal ein paar Elektrolyte getrunken und war eine Runde mit Tari draußen. Jetzt habe ich mich ein bisschen ready gemacht. Jetzt geht es eigentlich auch schon wieder mit den Kopfschmerzen. Ich versuche heute auf jeden Fall mal ein bisschen ruhiger zu machen. Aber ich glaube, ich werde heute sowieso wieder den ganzen Tag Tanzi. Guten Morgen, Tanzi, mein Schatzi. Warst du schon ganz viel Gassi? Bist schon wieder müde, ne? Hm? Kleiner Schatz. Kleiner Schatz. Aber ich werde wahrscheinlich heute sowieso hauptsächlich vor dem PC sitzen, das Video hier schneiden, Thumbnail machen und so weiter. Ich werde einfach drauf schauen, dass ich genug trinke, genug esse und hoffentlich dann keine Kopfschmerzen mehr habe. Aber jetzt gerade geht's. Ansonsten sage ich mal wie immer Dankeschön fürs Zuschauen, Dankeschön für euren Support, Dankeschön für eure Liebe, die ihr immer da lasst. Dankeschön, dass ihr einfach da seid und uns begleitet auf unserem Weg, wohin auch immer, ich weiß es aber nicht.